Gut. Abseits davon, wie kann die Runde nur werden, wenn wir jetzt wieder starten? Diesmal ihr zwei als Team. Was? 50 Euro. Ja. 50 Euro, da können wir überbieten. Wir finden es raus bei einer weiteren Folge. Wer wird Millionär? Oh Gott. So, da hat man euch beide schon gehört im Intro. Bitte keine Vergewaltigung auf diesem heißen Stuhl hier. Ah oh Gott, das kann was werden mit euch zwei. Ich bin schon gespannt. Ich war's nicht. Das Schlimme war, er hat wirklich nichts gemacht. Bringst du dich wieder selbst um? Das kommt. Meine Armlehne, die Ist abgerutscht. von meinem Stuhl kaputt ist. Die ist Scheiße. abgefallen. Das kann nur geil werden. Ich starte mal die Auswahlaufgabe. Meinen ganzen Stuhl auseinander. Nicht wundern, wenn man komische Geräusche hört. So wie jeden Morgen, was? Sortieren Sie diese einheimischen Insekten nach ihrer Größe und fangen Sie mit dem kleinsten an. Rote Waldameise, Hirschkäfer, Hornisse, Blattlaus. Das ist die Frage für alle, wie immer. Achtlos, Ameise, also D, A, B, C. Ich nehme mal seins D, A, was? B, C. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Das hast du gesagt. Ja! Ja, ich bin nur ein Joker. Dann hat die Klappe. Ach, ihr könnt doch zusammen ein Team-Up machen. Mal gucken, was da rauskommt. Nach der Größe. Angefangen mit dem kleinsten Blattlaus, dann Rotwaldameise, dann Hornisse, dann Hirschkäfer. DRCB? Da hat die Frau recht gehabt, was? Ja. Hornisse hast du zu dritt gesagt. Ja, hab ich auch gedacht. Aber egal, es war richtig, es war richtig. Das war schon richtig. Passt schon. Das passt schon. So, und da ihr zwei als Team hier zusammenspielt, wollt ihr euch wie entscheiden? Risiko, die Stufe ist weg und fehlt der Joker oder klassisch mit der Stufe? Die wir wie eben gesehen haben, bestens funktioniert. Das Klassische. Mit dreien? Ja. Könnt ihr euch entscheiden, ne? Wenn ihr zu zweit spielt? Ich nehme Risiko, sie nimmt klassisch. Was machen wir jetzt? Münze werfen. Okay, Nicht dein Ernst. Münze. Dann komm, wir gehen auf Risiko. Wir haben vielleicht wenigstens was zu machen. Alexa hat mich nicht gehört. Alexa, Okay. wirf eine Münze. Ah, oh, oder so. Okay. Kopf. Kopf. Okay, was war Kopf und Zahn? Ja, hat gesagt. Komm, wir Egal, nehmen dann. Risiko. Ich würde jetzt klassisch Okay, sagen. doch, also doch Risiko. Und ab geht die wilde Post. Das kann nur lustig werden mit euch. Jeder weiß, dass ein Herz ein inneres. Pfarrer, Küster, Ministrant, Organist. Ja, ein Organist. 100. Wer den Postweg wählt, wenn er was zu meckern hat, ist sozusagen ein Stempelkissen, Schnellhefter, Aktenvernichter oder Briefbeschwerer. Ich verstehe die Frage nicht. Was? Frag mal deinen Kollegen, vielleicht weiß er es ja. Ihr dürft doch zu zweit beantworten, ne? Wenn er was zu meckern hat, sozusagen ein. Muss ich meinen Discord noch ein bisschen lauter hochdrehen? Oder Stempelkissen. Ich hätte jetzt Briefbeschwerer gesagt. Hätte ich jetzt aber auch gesagt, aber. Ja, wollt ihr es nehmen oder nicht? Lasst euch Zeit, ihr habt noch alle vier Joker. Also ich wollte die eigentlich nicht so direkt am Anfang verbrauchen, aber Ihr habt es doch okay. eben gesehen, Montagsfolge, ne? Marvin, erste Frage, zack, war er weg. Echt? Okay, machen wir es auch einfach so. Briefbeschwerer. Okay. Ja, ich meine, in erster Frage war der Joker weg, nicht er. Also Briefbeschwerer wollt ihr holen? Ja. Das hat sie gesagt. Ich
Geht auf ihre Kosten. Hey! Gib nicht der Frau meine Schuld. Okay, nehmen wir Briefbeschwerer. Jawohl! Weil Post, weil Brief wegen Post und Beschwerer, er hat was zu meckern, ne? Ja. Was ist daran so schwer? Weiß ich nicht. Deutsche, oh, weit ja schwer. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Dein Wort in Adams Rippe, Evas Schoß, Gottes Ohr, Teufels Küche. Also bei euch zu Hause wohl eher D. Ja, ich wollte jetzt D als Lösung sagen, verdammt. Das hört sich irgendwie noch nicht mehr richtig an. Richtig? Das ist C. Ja? Ja. Okay, dann nehmen wir C. Echt? Ja. Das kenne ich nicht. Ich aber. Jawohl. Hör auf die Frau hat recht. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ich werde es beim nächsten Mal machen. Dann beschwerst du dich. Dann wird der Brief beschwert. So viel zum Thema Fehlentscheidungen. Danach muss man damit rechnen, dass es redensartlich Tadel schneit, Gemecker regnet, Kritik hagelt, Rüffel nieselt. Ich weiß es. Ach, was? Echt? Ich auch. Ach, das ist D. Nein. Was habe ich für Leute in die Show eingeladen? Ich will da rausgehen. Das ist ein Rüffel. Gibt's das Wort vor? Ein Rüssel. Das. Nee, ja. Oh. Ja. Es mach einfach C. C. Kritik hagelt. Ja. Und erste Hürde, das schafft ihr noch, ohne euch zu verletzen. Wie nannte man eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft in der Sowjetunion? Kolping, Kombüse, Kolchose, Kommission. Ja. Was da los bei euch? Ahnungslos! Ich hab keine Ahnung. Sagen wir mal so. Kombüse kennt man, aber. Kommission auch. Ja, Kommission ist aber was anderes. Ja. Es ist landwirtschaftlich gemeint. Ich weiß, ich kenne Kommission nur im wirtschaftlichen Bereich. Aber aus der, in der Sowjetunion? Da bin ich mir jetzt unsicher. Hm. Entweder Joker oder einfach B. Frau entscheidet, Frau warum, weiß ja. Warum ich? Weil Frau recht hat. Immer der Frau die Schuld in die Schuhe schieben, ey. Sie wollen Gleichberechtigung, aber dann Entscheidungen, nö. Ich hab nicht für Gleichberechtigung geklickt. Ich war's nicht, ich bin nicht auf die Straße gegangen und da hab dafür demonstriert. Du hast für gleichberechtigte Ehe demonstriert, was? Gegen demonstriert. Warum soll ich gegen die Alter, was glaubst du? Das wirst du niemals sagen. Du entscheidest. An B. Ohne Joker, ohne alles. Ein Mann, ein Wort. B. B Kombüse. Und Spannung. Die Kolchose. Also, ja, hab ich nie gehört. Nie. Das also, ich hab alles gedacht, außer das da. Ist eine Kombüse nicht eigentlich dieses ich hab das Teil? Schiffs, oder in der, im Schiff, ja. Die Küche, Küche oder so, ne? Mhm. Deswegen dachte ich mit Landwirtschaft, keine Ahnung. Passt ja, schon, Landwirtschaft. Ach, da machen wir noch eine eben. Das war viel zu kurz. Wir wollen niemanden mit Null hier stehen lassen. Ordnen Sie diese Koalition den dazugehörigen Parteien zu. Ampel, Rot-Rot, Jamaika und Große Koalition. Ja. CDU, CSU, CDU, CSU, FDP bilden sonst die Grünen, SPD, SPD, FDP. CDBA. CDBA. Ich weiß doch nicht, wie eure Koalition sind. Ich hab's nicht, weißt du. Deswegen hab ich jetzt irgendwie was gesagt. Ampel. Also. Ist eigentlich sowas von egal. SPD, FDP, da ist die Ampel. Dann haben wir Rot-Rot, SPD, Jamaika, CDU, CSU, FDP, Bündnis 90 die Grünen. Was ein Zungenbrecher, ey. Und CDU, CSU, DCBA. Von hinten nach vorne einmal durch. Letztes Mal waren richtig. Das macht mich gut. Immerhin. Du hast es besser gemacht als ich. Komm, ich muss doch gar nichts sagen. Ja, aber komm, das nicht. Meine Herren.
nervig. Ich sehe schon, das Spiel hier ist schlimmer als Uno. Uno schreit als Familien-Uno und das Spiel will seine Beziehung, das hier. Nee. Noch nicht, noch nicht. Also geh mal. Spiel, das stört. Warte mal, war Uno nicht im Angebot für 5 Euro? Willst du, dass wir uns anfangen zu hassen? Ich schenke es dir. Und dann nochmal mit Lars jetzt im Stream Uno zocken oder was? Ach, können wir nachher noch machen. Können wir nachher noch machen. Verdammt, ich wollte nachher noch so eine Runde DBD gehen. Dann machen wir am besten morgen Uno. Hilfe. Risiko wieder. Zeit haben. Hallo? Ey, mein Bildschirm ist gerade einfach schwarz geworden. Lol. Ich nehme an, wieder Risiko-Variante, was? Nein, klassisch. Risiko. Alexa, wirf eine Münze. Was ist okay. Was? Ich bin Kopf. Kopf. Ja. Kopf. Gut, die Frau hat recht. Mal wieder, los geht's. Aber nur solange sie recht hat. Wenn sie kein Recht mehr hat, dann ist sie es auch nicht. Das ist die erste Frage, weil... Was ist in Australien, Indonesien und auf den Philippinen zu Hause? Kakisch, Kakadu, Kakaer, Kakasi. Kakaer! Nee. Das sollte wohl eher Kanadier heißen, was? Nein, Kakadu. Ach so, der Kakadu. Dieser komischen Vogel mit dieser komischen Leder auf dem Kopf. Worauf konnten Kapitäne früher nicht verzichten? Kombüse. Jo. Eros? Das war die Eroskusin-Pornoschwestern bei Schlaflichten oder Sextanten. Da war die Fragenredaktion mal wieder angetrunken. Eroskusine ist doch klar. Echt? Das ist D. Okay. Du willst also die Sextanten haben? Ja, ich will die Sextanten haben. Okay, dann kriegst du die Sextanten. Jawohl. Geht es in Quizshows um Heißgetränke? Kann es schon mal sein, dass Antwort Protestant, Katholik, Atheist, Mormone? Geht es in Quizshows um Heißgetränke? Kann es schon mal sein, dass Antwort... Frau hat recht. Ich frag dich. Ich kommuniziere mit dir. Du hast gesagt 10. Fragezeichen. Ist das eine Frage? Fragezeichen an dich. Okay, also, das ist dann eine Frage, die an mich geht. Und ich soll sie dann auch beantworten, weil wenn das falsch ist, dann habe ich das Problem. Und nicht sie spricht mit dir im Prolog. Antworte mir. 10. Ja, das Antwort A, T ist. Ja. Ja. Was gibt es da nachzufragen? Hier, für dich. Wie nennt man ein Theaterstück, das für die intime Atmosphäre eines kleinen Raums konzipiert ist? Oh. Kammerspiel, Stubendrama, Zimmertragödie oder Salonaufführung? Was? Intim. Eine sehr enge... Intim. Ich weiß, was intim heißt. Okay. Das hat keiner gefragt, ob du es wissen willst. Ah, nee. Kammerspiel. Ich glaube, es ist Kammerspiel. Stubendrama, Sommeraufführung. Zimmertragödie. Es ist A. Es ist A. Okay. Das Kammerspiel? Ja, A. Und komm nochmal, Sicherheitsstufe. Wer führte beim Filmklassiker Metropolis Regie? Ernst Breit, Theo Kurz, Fritz Lang, Hans Schmal. Theo Kurz und Hans Schmal. Oder Breit und Lang. Kurz und Schmal oder Breit und Lang. Okay, bleiben wir mal bei Ernst. Also, War das ein Husten für B? Gemein! Gut, was ist jetzt aber die Antwort? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es auch. Also benutzen wir einen Joker. Wie wär's mit einem Publikumsjoker? Das war eine Frage an dich.
kann man machen. Ich würde da eher Telefon rausschmeißen, weil der oben nichts mehr weiß, wie wir gesehen haben. Telefon. Dann Telefon. Weil der weiß definitiv bei der Frage noch was. 1, 2 oder 3. Zahl? Letzte Chance. Vorbei. Also was jetzt habt ihr mitbekommen? Ihr habt beide gleichzeitig gelabert. Hm? Weil sie 1 sagt, sage ich 3. Dann nehmen wir die Mitte 2. Machen wir die Hälfte da draus. Mach mal Wurzel von 4. Nein, Spaß. 1, irgendwas. So, ich dachte ein Drittel. Geht auch. So, wer führte die Regie? Die Frage habe ich auch keine Ahnung. Hätte ich auch genommen. So. Lediglich Cäsar, 8%. Na dann, das reicht doch. Der Fritz Lang. Ist das der Fritz? Ist das Lang? Oder vielleicht ein zusammenhängender Name. Ein Fall für Galileo Mystery. Also C? C. Jawohl, sicher. Wuhu! Schon mal kein Totalschaden. Also, ich was, ich bin schon saufen gegangen und hab dabei mehr Geld verdient, als ich ausgegeben habe. Ich lese gerade Chat-Kommentare. Die beiden sind ja gut drauf. Marvin, ich kenne die beiden persönlich. Das ist jeden Tag noch schlimmer. Glaub mir. Was? Ich sehe einen Moment aus dem Gesicht und danach bin ich ein Araber. Jetzt geht das wieder los. Was können sich Insektenlarven schon mal? Puppenruhe, Dreiradpause, Murmelentspannung oder Teddy Break? Was sind das für Antworten? Eins davon gibt's bestimmt definitiv. Ach was, echt? Nein, das doch! Oh. Ich nehme eh keinen von den oben genannten. Frank guckt nicht mich fragend an, sag es ihm. Joker? Ich helfe dir, Okay, danke. Ja. Das war nämlich meine Frage. Also, Frau hat recht. Also, A nehmen. Gleich gibt's Sauer aus. Ja, dann ich weiß schon, was passiert, wenn das Spiel vorbei ist. Lass ihn nicht enden. Lass die Runde nicht enden. Das geht noch ein bisschen weiter, keine Sorge. Also Puppenruhe. Jawohl. Ja, so heißt es, die ist richtig, wenn es weitergeht. Wir sind jetzt gleich nach einer 8-stündigen Werbepause wieder. Ich hab geschaut. 2000. Ich krieg aus den Antworten raus. Wer hilft der Adams Family? Hey, die kenne ich! Verkühltes Näschen, cooles Öhrchen, eiskaltes Händchen oder frostiges Bäulchen? Bett. Du kennst sie! Ich ja. Kenn sie, aber ich hab davon nie was gehört! Das sind diese Ja! Oh, scheiße Momente! Ich frage mich gerade, wie viele gucken euch im Theater gerade überhaupt noch zu? Das ist gerade mal so eine berechtigte Frage irgendwie. Immer noch 7, lustig. Oh, nicht mehr? Nö, ist ein Durchschnitt, ist der Durchschnitt von heute. Ihr habt doch 2 Joker. Ihr habt noch 2 Joker. Hättest du. Hätte Fahrradkette. Nein. Frau hat Kette, Fahrradkette. Ach, schön. Da sind wir wohl nicht mal klug. Nein. Das war auch der Hammer. Schaut mich an, gähnt mich an, legt die Hand zu mir, dass ich eine Antwort geben soll und... Ey, du gib mal eine Antwort, ey. Dann, Joker? Publikum 50-50. Publikum. Gut, wir geben die Frage weiter. Wer hilft der Adams Family? Das verkühlte Näschen, das coole Öhrchen, das eiskalte Händchen oder das frostige Wäldchen? Gute Frage. Ich hätte auch einen Joker gezogen in dem Fall, das kann ich schon mal sagen. Also C ist die ganze Zeit auf dem Null. Nein, okay, 83%. Ja gut, dann C. Ohne Absicherung? Da ist noch ein Joker mehr. Also um ganz sicher zu sein, könnte man ja noch den 50-50 Joker benutzen. Aber da ich denke, dass das eiskaltes Händchen immer noch stehen würde, denke ich mal, brauchen wir das nicht. Und somit, so wie du das schon eingegeben hast, bleiben wir auch bei C. Richtig. Yay!
Hälfte gesch... Ja, hätte gereicht. Die Halbzeitfrage immerhin. 4000. Wer ist nicht ausgestorben? Ihr zwei. Tyrannosaurus, Thesaurus, Prontosaurus, Brachiosaurus. Ja, Ark. Stimmt, gute Frage, was? Ausgestorben. Ja gut, in Ark ist so alles davon, ne? Das ist keine Ausrede. Ja, aber tatsächlich weiß ich nicht, wer der Thesaurus ist. Ist das ein Flugvogel? Keine Ahnung. Mit so... Also Bronto und T-Rex als A, die sind auf jeden Fall raus. Mhm. Ich glaube, Thesaurus ist so mit so einem ganz langen Schnellbein gewesen. Nein, das war der Tyrannode. Echt? Ja. Dann keine Ahnung. Was soll er machen? Das ist richtig. Man könnte ja jetzt rein theoretisch den 50-50-Joker benutzen. Das Problem dabei ist nur, wenn dann genau A und C rausfliegen würde. Ja. Wenn das aber nicht passieren würde, dann hätten wir nämlich unsere Antwort. Chance 1 zu 12. Wir spielen gemeinsam. Ja, wir spielen gemeinsam. Aber wenn es richtig ist, hast du recht. Wenn es falsch ist, habe ich versagt. Ja, ich ja auch. Also Brachiosaurus habe ich auch schon gemacht. Ich weiß gerade nicht, wie der aussieht und ich weiß nicht, ob er noch existiert. Thesaurus habe ich noch nie gehört. Das wäre ein Ausschlussverfahren, dass du nicht weißt, was B ist und das da nehmen würdest oder was? In dem Sinne ja. Okay. Und was sagt die Frau? Frau sagt? Ich würde das auch sagen. Du hast die Frau reden gehört, also B. Thesaurus, also, aha. Sehr spannend. Doch einer Meinung am Ende. Ich muss mal wissen, was es nachher genau ist. Das gesuchte Wort ist in der Dokumentationswissenschaft ein Wortnetz. Ein kontrolliertes Vokabular, dessen Begriffe durch Relationen miteinander verbunden sind. Und gesuchter Begriff ist tatsächlich Thesaurus. Was ist das jetzt für ein Vieh? Habe ich gerade erzählt. Es ist einfach nur... ein Wortnetz quasi, wo mehr oder weniger ein Vokabular in Relation untereinander steht. So, schwierige Geburt 8000, weiter geht's. Ja, hab ich gemerkt, ist okay, ich hab schon weggemacht. Ihre größten Hits aus 5 Jahrzehnten präsentierten die Rolling Stones auf ihrem neuen Album. Wuff, Fletch, Less, Grrr. Jetzt habt ihr den Joker noch, jetzt könnt ihr ihn vielleicht gebrauchen. Was ich weiß es absolut gar nicht und ich sie auch nicht. Ich sollte es wissen. Weil, du solltest es ja, wissen. Weil Daniel ein totaler Rolling Stones Fan ist. Ups. Ich hätte jetzt auf C oder D getippt. Also willst du den 50-50 Joker benutzen? Die Sache ist, wenn dann D und C und D raus, wenn A und B rausfliegen, dann... Oder wenn da auch genauso gut C und D rausfliegen. Ja. Müsst ihr wissen. Ich weiß es nicht. Machen wir die Runde schneller. Benutze den 50-50 Joker. Okay. A oder D? Ja gut, so wie sie es dann gesagt hat, wäre es D. Ich denke D. Willst du es nehmen? Hört sich realistischer an als A. Ja, deswegen. Mach D. Grrr. Gut. Die Frau hat gesprochen. Und Frau hat... recht. Sie grinst mich gerade an. Ich will jeden meiner einzelnen Schritte dokumentieren, damit auch die ganze Welt das mitbekommt. Gut zu wissen. In dem Sinne, ja. 16.000, die nächste Geburt.
Den Lausitzer Dietmar Woltke findet man seit Ende August 2013 in der Liste mit Schätzing und Rowling, Seehofer und Kraft, Klopp und Guardiola oder Walz und Spielberg, die 16.000er Frage. Nachrichten auf Discord, glaube ich. Das sind Servernachrichten wahrscheinlich. Also, was sie die Töne ausgemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Da seid ihr beide auf einem Level. Yay! Aber nur wir beide. Weißt du denn mehr? Nein, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ich gucke nebenbei zum Auflösen schon, ob ich was finde, aber. Ich hätte auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich kenne den Mann nicht und wo er irgendwie tot, dann könnte er genauso wenig. Keine Ahnung. Ja. Ihr müsst nicht spielen, ihr könnt auch aussteigen. Hätte man jetzt den Zusatzjoker? Nein. Doch. Oh. Aber Frau wollte ja nicht. Jetzt geht das wieder los. Das ist Story of my life, was? Komm. Du willst echt hauen, ne? Jetzt zum Thema zurückzukommen. Ist noch zu früh dafür. Ach nee, ist ja schon fast 2 Uhr morgens, was? Also. Was sich irgendwie nach Richtigkeit anhört oder nach irgendwie Existenzem, würde ich jetzt B oder D sagen. Seehofer und Kraft oder Walz mit Spielberg oder Spielberg oder wie man es auch immer genau sagen will. Ich hätte jetzt auch mehr zu D tendiert. Und warum dann B? Und sie hätte B gesagt. Also mit anderen Worten. Jetzt können wir gerade einen Beweis machen. Wenn wir die Regeln beweisen wollen, Frau hat recht, müssen wir B nehmen. Das heißt. Frau, auch nicht bei solchen Fragen. Was Arthur gerade macht, das beweist durch Kontraposition. Er sagt, es ist nicht B, es ist D. Gar nicht mal so dumm. Ja. Oder wir sagen Kontraposition von beidem. Und entscheiden uns für eine andere Option, die auf dem Bild nicht gegeben ist. Und wir steigen aus. Wäre auch eine Idee. Du nicken zu. Ich denke, das ist die beste Entscheidung, die man hier treffen könnte. Was, der Frau vertrauen oder was? Nee, Frauen soll man vertrauen. Hallo? Ich bin voll vertrauenswürdig. Ja, Arthur, warum vertraust du dir denn nicht? Mach B. Nein. Ich hab gesagt, vertrau Frau bei dieser Frage nicht. Ja, du hast dich aber gerade ganz anders angehört. Mach B, mach B. Ja? Einmal weniger saufen. War immer noch ein paar Flaschen für 500. Es ist drin. Okay, ich bin aber kein. Ich hab keine Ahnung. Wir beweisen jetzt die Regel, Frau hat immer recht. Nein. So. Ja, also wenn du nein sagst, ist es falsch. Okay. Ja, wahrscheinlich. Schauen wir mal nach, was die Antwort ist. Und Frau ist, wie ist der Beweis, Frau hat recht, ist gelungen. Das ist sehr viel Glück. Ihr zwei habt mehr Glück als Verstand. Entschuldigung. Ihr habt doch die Hürde geschafft. So, jetzt könnt ihr blind raten. Die Funktion habt ihr eben gesehen, die backt ja rum. Dennoch, ihr könnt blind raten. 32.000, es passiert nichts. Bei welcher Feier nimmt man männliche, jüdische, jugendliche rituell in die Glaubensgemeinschaft auf? Passa, Hanukka, Jom Kippur oder Bar Mitzwa? Nee. Das kam schnell. Nimm? Nee? Doch, nimm. Ich frag dich! Nimm! Es ist eh eine Freischussfrage. Also nehmen wir's. Oder was? Ja. Ja. Bar Mitzwa. Richtige Antwort. Ich
kenne mich nicht mal. Ich kenne mich nicht mal in meiner eigenen Welt. Ich auch. Ich habe viel American Dad geguckt und da ist ein jüdischer Junge dabei und der stimmt. Hat geholfen, weil er seine Bar Mitzvah macht. Hast du recht gehabt. Könnte ich auch irgendeine Serie herleiten. 64. Mit einer French Press wird in der Regel Knoblauch zerdrückt, Parfüm versprüht, Schnaps gebrannt oder Kaffee zubereitet. Dafür, dass die Runde so wackelig angefangen hat, sind wir gerade einen verdammt guten Weg nach oben. Ja. Das ist beeindruckend. Weiblich angefangen. Wackelig. Ach, wackelig. Achso. Ich habe weiblich verstanden. Ja, hallo und willkommen zu einer femininen Runde. Wer wird Millionär? Gott. Was? Nein, das musst du mit Alexa machen. Das muss ich mir nachsprechen dann. Klappt mit Alexa, erzähl einen Witz. Triggert meine nicht. Schade. Warum muss ich eben alles selbst machen? Alexa, erzähl einen Witz. Wie viele Leute braucht man, um einen Trabi zu bauen? 2. Einer faltet, einer klebt. So, und das war schon der Entertainment-Bereich für diese Folge, was? Nee. Ich hab sie ausgeschaltet, stimmt. Man kann doch nicht getriggert werden. Ups. Also, einer French Press. Ich tendiere zu B oder zu C. Ich hab keine Ahnung. Entweder Schnaps oder Parfüm. Ja. Es ist in beiden manchmal das Gleiche. Ja. Oder meistens. Meistens. Immer öfters. Aber wird das heute nicht mittlerweile künstlich synthetisiert? Waffe? Nee, das Zeug, was uns Waffe heißt. Doch. Egal, das kommt gerade nicht zusammen. Ich hatte nicht gewusst, dass sowas hat. Alexa, wirf eine Münze. Hier ist Kopf. Warte mal, was sind eure beiden Antworten jetzt B und C oder was? Ja. Okay, zu was tendiert Frau? Wir müssen Kontraposition wieder machen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Du hast B oder C gesagt. Ja, B oder C. Erst kann. Was tendierst du? Wir machen daraus eine Aussage, logische Formel. Es ist A oder B oder C oder D. Jemand. Impliziert Gewinn. Ich tendiere zu. Das war nicht. Französische Presse. Und Bildschirm ist aus. Ja. Wie eure oder was? Ja. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, aber irgendwie. Oh, ich weiß es nicht. Ich tendiere zu B. Ihr könnt auch aufsteigen, habt ihr 32. So fallt ihr auf 16 runter. Ich sag mal so, ich sehe, ihr wollt das Risiko nicht eingehen. Also entweder das Doppelte oder die Hälfte schon. Da kann man auch Risiko eingehen. Ich tendiere zu B. Warum könnte es auf einmal nicht mehr A oder D sein? Was war denn eure Begründung für B oder C gewesen eigentlich nochmal? Bauchgefühl. Weibliche Intuition. Ich musste mal ein Exposé über das Buch Das Parfum machen. Oh Gott, der Scheiß. Und wie halt das halt hergestellt, also der Menschenhaut. Deutsch, mir fehlt das Deutsche gerade. Wie das halt hergestellt wird. Und da gibt es halt so einen Prozess, die Blüten quasi zu testen. Glaube ich, war das. Ich glaube, das hieß irgendwie so ähnlich. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist ja nicht so gut. Weil Knoblauch zerdrückt, das wäre zu einfach. Ja, stimmt schon. Ich gesagt. Echt? Okay. Und was ist mit D zum Beispiel?
Weil, ganz ehrlich, wie nennt man das Teil, was Knoblauch zerdrückt? Keine Ahnung. Presse. Ja. Ja, irgendwas mit Presse. Keine Ahnung, ich zerpresse keinen Knoblauch, ich schneide den kleinen. Ja, dann musst du mich doch nicht so... Was für einen kleinen Aua? Also, sollen wir tun? Aufschreiben? Männlicher Intuition? Erstmal genau lesen. Also da steht einmal, Knoblauch zerdrücken. Passt irgendwie zu einer Presse. Dann, Parfüm versprühen. Pressen und versprühen? Gebrennen? Zubereiten? Dann glauben wir der männlich geht. Also habt ihr gerade euch mit zweitem Lesen der Frage statt B oder C auf A oder D gelegt, oder was? Nein, auf A. Auf A. Ich glaube dem Mann. Es ist jetzt. Wollt ihr es nehmen oder wollt ihr aufsteigen vorher? Ja, mach A. Machen wir A. Knoblauch zu drücken. Das ist wahrscheinlich aber gleich B. Oder doch C. Oder vielleicht D. Was glauben Sie zu Hause? Nein, Spaß. Das erfährt ihr gleich nach der Werbung. Nach Mittwoch, wenn Don kann, dann kann ich mehr reden. Schauen wir uns das Ganze mal an. French Press. Damit wird in der Regel, im Chat wird gerade D reingeschrieben, Kaffee zubereitet. Okay. Die Anzeige ist falsch, haben wir eben festgestellt. 16.000 ist geworden. Kaffee zubereitet. Mal gucken. Gucken wir mal gerade mal. Was ist denn das? Dididididim. Mal gucken, neuer Tab öffnen. French Press. Was haben wir denn da? Team hat mal hier rüber. Wups. Ach, das ist das Teil. Ach ja, Tatsache. Kenn ich sogar. Echt jetzt? Ein Kaffeeteer. Ja. Eine Pressstempelkanne. Ja. Ist eine Kaffeekanne, in der Kaffee gebrüht wird und der Kaffeesatz mittels eines Stempels mit Sieb nach unten gedrückt wird. Die kann auch als Servierkanne dienen, wenn der fertige Kaffee zügig konsumiert wird. Ja, so wie die Polen den Kaffee machen. Und wenn du den ganzen Kaffeesatz mitträgst. Hat dennoch sehr viel Spaß gemacht. 16.000 ist eine nette Summe. Damit sind wir auf dem Niveau von allen anderen der Woche. Was hat denn der Chat so geschrieben? In der Zeit nicht besonders viel. Jetzt Marvin ist noch da und hat mitgeraten ein bisschen. Ich mag's. Aber hier beenden wir das Ganze. Dann ist das Spiel für den Stream auch heute vorbei. Ja, schade. Aus geplanten 2 Stunden wurden gut 4,5 Stunden mit 3 gemachten Folgen. Das ist mal was geworden. Und morgen kommt das Spiel sogar nochmal wieder. Also für diejenigen, die die Folge am Mittwoch gerade sehen, das war letzten Sonntag, was morgen kommt. Also, wisst ihr, was ich meine? Egal. Ja, es ist verwirrend, weißt du, ich nehme die Folge für morgen für Sonntag auf. Keine Ahnung. Ja, das war's für heute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder beim nächsten Stream. Bis dann. Also für die Folge Verabschiedung. Beziehungsweise geht's auch gleich weiter. Bis dann, ciao. So bescheuert. Ich kann leider kein Stimmchen. Verdammt, ich hab den Text vergessen. Dann überlege mir ganz kurz einfach so ein paar Hochbrüder raus. Verdammt, man kennt es.